Hallo liebe Gäste, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Phoenix Reisen TV. Herzlich willkommen in Bremerhaven. Heute ist der 31. Juli und hier wird gefeiert. Hier fiebert man auf ein ganz besonderes Ereignis zu, nämlich morgen am 1. August. Da kommen die drei großen A hierher nach Bremerhaven, nämlich die Amadea, die Albatros und die Atania. Ein Phoenix Reisen Gipfeltreffen. Und ganz Bremerhaven freut sich und die lassen sich wirklich nicht lumpen. Hier wird in Vorfreude richtig gefeiert. Schauen Sie doch mal. Bremerhaven in Aufruhr. Einerseits natürlich, weil Phoenix Reisen zum Gipfeltreffen am Kreuzfahrtterminal Kolumbuskaje einlud. Aber natürlich auch, weil das traditionelle Hafenfest in Bremerhaven anstand. Und viele Phoenix-Gäste nutzten die Möglichkeit, gleich beides zu verbinden. Erst Hafenfest und dann hinein in die schönsten Wochen des Jahres an Bord der Phoenix-Flotte. Bereits um 6 Uhr in der Früh erscheint als erstes die Amadea am Horizont. Und bis um 9 Uhr sind dann die drei A's, das Triple A von Phoenix Reisen, längsseits an ihrem deutschen Heimathafen in Bremerhaven. Abreisetag und Anreisetag für insgesamt 5000 Personen. Ein Tag, der der Phoenix-Mannschaft allerhand abverlangen wird, damit wirklich alles zur vollsten Zufriedenheit der Gäste verlaufen wird. 5000 Menschen, die sich heute wirklich treffen in Bremerhaven und die kommen aus verschiedensten Regionen in Deutschland, aber auch die Schiffe kommen aus verschiedenen Zielgebieten. Also mindestens 2500 Passagiere auf allen drei Schiffen kommen aus Spitzbergen zurück oder aus Norwegen und treffen hier in Bremerhaven dann die Gäste, die zum Beispiel mit der Atania auf den Kanaren unterwegs waren. Die einen braun gebrannt, die anderen voller Eindrücke aus dem Polargebiet. Und es ist schon eine ganz, ganz spannende Sache. Logistisch eine irre Meisterleistung. Wir sind auch heute das erste Mal in Bremerhaven, dieses Jahr im Jahr 2011 mit allen drei Schiffen zugegen. Und es sind halt an die 5000 Menschen, die ausgeschifft werden, 2500 und 2500 circa wieder dann auf das Schiff heute Nachmittag und dann fahren die Schiffe wieder in die verschiedensten Richtungen. Ja, liebe Gäste, wenn über 2000 Menschen einziehen wollen und 2000 wieder raus aus den Schiffen wollen, da ist allerhand zu tun. Da fällt auf jeden Fall jede Menge Gepäck an. Hier auf den Bändern sehen Sie es schon und jeder Koffer muss wieder zu dem richtigen Menschen gebracht werden. Zum einen die Menschen, die rauskommen, die ihre Koffer natürlich suchen. Zum anderen diejenigen, die rein wollen, die ihren Koffer für die tolle Reise natürlich in ihrer Kabine wiederfinden wollen. Was da alles dahinter steckt an Manneskraft und Logistik, das zeigen wir Ihnen jetzt. Eine hochmoderne Gepäcklogistik und Abfertigungssysteme wie am Flughafen warten in Bremerhaven auf die Gäste, damit ein aufregender Tag für alle entspannt beginnen kann. Also der Tag beginnt um 6.30 Uhr, wenn wir wissen, okay, um 7.30 Uhr machen wir plus minus fest. Zuerst macht die Amadea fest, dann die Albatros, dann die Atania, heißt spätestens dann muss man auf der Brücke sein, um 7 Uhr Anliegemanöver, dann geht's los, wir warten auf die Behörden für die Freigabe des Schiffes, der Finger muss angebracht werden, das dauert alles seine Zeit. Gäste sind noch gemütlich beim Frühstück, genießen noch die letzten Stunden an Bord, lassen sich's gut gehen, trinken noch ein Gläschen Sekt, haben noch das Geschiff am Schiff zu Hause zu sein, sich wohlzufühlen. Ja, und dann geht's los mit dem Gepäck, das muss rausgebracht werden. Und dann ist natürlich bei drei Schiffen schon eine logistische Herausforderung gewesen, vor allem bei der Ausschiffung, eben 5000 Gepäckstücke so zu organisieren, dass der Gast keine lange Wartezeiten hat. Das heißt, wir haben unten eben im Terminalgebäude drei Laufbänder. Die Amadea kam als erstes, hat logischerweise gleich zwei Laufbänder genommen für privat abreisende Gäste, damit die relativ zügig dann von Bord, wenn sie gegangen sind, ihr Gepäck entgegennehmen können, ohne lange Wartezeiten zu haben. Wir haben ein Gepäckband genommen, um unser Gepäck dort aufzulegen und dann ein zweites von der Amadea übernommen. Und dann war es logistisch einwandfrei für die Atania. Dann waren wir nämlich schon aus dem Hafengebäude raus mit unserem Gepäck für privat abreisende Gäste. Dann hatte die Atania natürlich auch genug Platz. Ja, oder? Ja, Gott sei Dank.
Begonnen haben wir gestern schon mit verschiedenen Meetings, um diese Ausschiffungen bzw. dann auch die Einschiffungen zu besprechen im Detail, dass das Housekeeping weiß, wann die Kabinen geräumt werden müssen von den Gästen, die heute ausgeschifft wurden. Und dann werden wir um 15 Uhr beginnen mit der Einschiffung. Und in dieser Zeit von 9 bis 15 Uhr müssen auf der MS Catania 600 Kabinen hergerichtet werden, das heißt 600 Bettwäschebezüge. Aus den Kabinen raus, es müssen die Kabinen grundgereinigt werden. Das Housekeeping hat also heute einen Großkampftag, aber man hat sich daran gewöhnt, man weiß, wann man wie das System beginnen lässt, die Rotation als solche. Und um 10 vor 3 sind alle Kabinen bezugsfertig und wenn der Gast dann um 15 Uhr die Gangway erreicht an Bord der MS Catania, dann wird das Housekeeping den Gast in Empfang nehmen und ihn in seine gebuchte Kabine führen. Und dann beginnt der Urlaub ab sofort, sobald er das Schiff betreten hat. Und dann haben die guten Geister des Housekeepings längst ihre Arbeit getan, damit jeder Gast eine frisch gereinigte Kabine vorfindet. An dem Tag der Abreise müssen alle 320 Kabinen für die neuen Gäste innerhalb von 6 Stunden vorbereitet werden. In jeder Kabine sind 2 Handtücher, 2 Badetücher, 2 Kopfkissen, 2 Bettlaken, 2 Bettbezüge und das alles muss gewaschen werden. Und in der bordeigenen Wäscherei geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Willkommen an Bord. Auf allen 3 Phoenix-Schiffen empfängt die Gäste nun wieder die sprichwörtliche familiäre Atmosphäre von Phoenix-Reisen. Ich mache ja nun seit 25 Jahren schon diesen Job und kenne natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte jetzt sehr viele Gäste und auch sehr viele Gäste kennen mich natürlich. Und das ist ja das sehr Schöne, wenn man immer wieder Gäste trifft, die zurückkommen. Ich sage auch immer, es ist unser schönstes Kompliment, wenn die Gäste wiederkommen und zwar nicht nur einmal, sondern 5-mal und 10-mal noch öfters, denn dann haben sie sich wohlgefühlt und das ist unser schönstes Kompliment. Und bei solchen Tagen wie heute gibt es ja zwischendrin auch noch Besucher, also Gäste kommen und schauen sich das Schiff an, bringen Freunde mit, zeigen ihnen die Schiffe und das ist auch so eine der logistischen Herausforderungen, denn die einen Gäste gehen ja erst um 10 Uhr weg. Die ganzen Kabinen, alles muss ja alles geputzt werden, alles hergerichtet werden, alles ganz neu gemacht werden, denn bereits um 15 Uhr kommen ja die neuen und das ist ein relativ kleines Zeitfenster und während dieser Zeit kommen dann Besucher an Bord, die das Schiff anschauen, Führungen haben, vielleicht auch noch zum Mittagessen da bleiben. Auch eine sehr interessante Sache, aber für uns natürlich etwas sehr Schönes, wenn man so viele Gäste trifft, die einen eben kennen oder die man eben selber kennt, denn das gehört ja mit zu unserem Phoenix-Familien-Denken, das wir alle haben. Das ist ja Gäste, Crew und alle miteinander sind wir eben diese Phoenix-Familie, die das ganz besondere Ambiente auch ausmacht. Also, Leinen los auf ein neues Reiseabenteuer mit der Phoenix-Flotte und ein baldiges Wiedersehen, zum Beispiel in Bremerhaven.